Sein sehnlichster Wunsch ist es, endlich erwachsen sein. Und das wird eines Tages wahr. Und dann macht er eine Blitzkarriere mit kindlichem Gemüt. In der Spielzeugbranche. Tom Hanks ist das Kind im Manne. In dem Riesenspaß Big. 20.15 Uhr auf Pro7. Gemeiner Mord. Es war eine Falle vom Syndikat. Du tust dir so, als hätte ich wissen müssen, dass dein Bruder Buller ist. Na los, sag mir, wie ich es hätte verhindern können. So wohl nicht. Zwei Familienclans bekriegen sich bis aufs Blut. Ich habe eine riesige Verwandtschaft und die erwartet ein gewisses Maß an Gerechtigkeit für diesen Tod. Ruf nach Vergeltung mit Sexidol Patrick Swayze, 22.25 Uhr auf Pro7. Willkommen, verehrte Zuschauer, zu den Pro7-Nachrichten. Ostbosnien scheint zunehmend unter die Gewalt der serbischen Truppen zu geraten. Die belagerte Stadt Cerska ist gestern gefallen. UNO-Vertreter berichten von Massakern an der Zivilbevölkerung. Unterdessen hat Russland angekündigt, sich an den Hilfsflügen der USA zu beteiligen. Auf Anweisung von Boris Jelzin wurde die Luftbrücke bereits organisiert. Die eingekesselte Stadt Cepa in einem der ostbosnischen Täler war das Ziel der amerikanischen Fallschirmabwürfe. Denn nach wie vor bringen die Serben alle Konvois in Richtung Norden zum Stehen. Drei amerikanische Flugzeuge vom Typ Herkules haben in der Nacht erneut von Frankfurt aus Kurs auf das seit Monaten abgeschnittene Gebiet genommen. Doch der präzise Abwurf der Lebensmittel ist schwierig. Die muslimische Stadt Cepa liegt in einem Talkessel umgeben von dem 1400 Meter hohen Gebirgsmassiv Javor Planina. Alle Höhenzüge halten die serbischen Belagerer besetzt. Das Zielgebiet ist klein und es wird noch kleiner, da die tonnenschweren Container, um die Einwohner nicht zu gefährden, außerhalb des Ortes landen müssen. Da zudem die Flugzeuge über 3000 Meter hochfliegen, um nicht beschossen zu werden, besteht die Gefahr, dass die von großer Höhe abgeworfenen Container bei starkem Wind in die serbischen Stellungen getragen werden. Bosnischen Amateurfunkern zufolge hat nur der kleinere Teil der Abwürfe auch wirklich die Bevölkerung von Cepa erreicht. Dennoch, Verteidigungsminister Les Espins spricht von einem Erfolg und auch der russische Außenminister Kosirev hat inzwischen zugesichert, dass sich sein Land künftig an den Hilfslieferungen aus der Luft beteiligen wird. Das Drama um die belagerte Sexton Ranch im US-Bundesstaat Texas scheint zu Ende. Nach dreitägigen Verhandlungen mit der Polizei hat Sektenführer David Koresh jetzt aufgegeben. In einer Erklärung sagte Koresh, er werde sich sofort ergeben und den umstellten Gebäudekomplex mit seinen Gefolgsleuten friedlich verlassen. Im Krisenherd Nahost ist die Lage wieder gespannt. Nach dem Amoklauf eines Palästinensers hat Israel jetzt den Gazastreifen abgeriegelt. Die 750.000 dort lebenden Menschen sind von der Außenwelt damit praktisch abgeschnitten. Im Morgengrauen rückten die israelischen Soldaten an und riegelten den Gazastreifen ab. Die dort lebenden 750.000 Palästinenser sind damit von der Außenwelt abgeschnitten. Für 30.000 von ihnen bedeutet es, dass sie nicht zur Arbeit und ihre Familie nicht mehr ernähren können. Die Sperrung ist die Reaktion auf den Mordanschlag eines jungen Palästinensers, der am Vortag zwei Israelis getötet hatte. Er war mit ungültigen Papieren aus dem Gazastreifen nach Israel eingereist. In den nächsten Tagen sollen alle Einreisepapiere der Palästinenser überprüft werden, so Israels Premierminister Rabin. Die Lage im Gazastreifen ist mehr als gespannt. Am Vormittag wurde ein israelischer Siedler getötet, man hatte sein Auto mit Steinen beworfen. Hilfe auf dem Weg zur Wiedervereinigung Koreas, das versprach Bundeskanzler Kohl gestern in Seoul, der letzten Station seiner Asienreise. Mit Präsident Kim Jong-sam traf er sich zu Gesprächen über die beiderseitigen Wirtschaftsbeziehungen. Die Aussichtsplattform in Panmunjom am 38. Breitengrad gewährte Bundeskanzler Kohl einen Blick in das kommunistische Nordkorea. Deprimierende Eindrücke für den Einheitskanzler, der sich noch sehr gut an das geteilte Deutschland erinnert. Ja, ich möchte mir wünschen, dass sobald wie möglich über diese Brücke, die jetzt gesperrt ist, und Sie sehen auch das martialische Bild mit den Soldaten, ganz normaler Verkehr geht. So Kohl vor der berühmten Brücke ohne Wiederkehr. Mit dem neu gewählten südkoreanischen Präsidenten Kim sprach er außerdem über den Ausbau der beiderseitigen Wirtschaftsbeziehungen. Dabei ging es um den Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung zwischen Seoul und Busan. Um den 3 Milliarden Mark Auftrag bemühen sich neben Deutschland auch Frankreich und Japan.
In Kiel begann gestern der Prozess gegen den früheren stellvertretenden Sprecher von Uwe Barschel, Herwig Ahrensen. Gleich zu Beginn musste das Verfahren zweimal wegen anonymer Morddrohungen unterbrochen werden. Dem 44-jährigen Ahrensen werden drei eidesstattliche Falschaussagen im Zusammenhang mit dem politischen Skandal um Barschel vorgeworfen, der später tot in einer Badewanne eines Genfer Hotels aufgefunden worden war. Dabei geht es vor allem um eine anonyme Anzeige wegen Steuerhinterziehung im Frühjahr 1987 gegen den damaligen SPD-Oppositionsführer und heutigen Kieler Ministerpräsidenten Björn Engholm. Barschels Medienreferent Rainer Pfeiffer beschuldigt den Juristen und ehemaligen Handballnationalspieler Ahrensen, von dieser Anzeige gewusst zu haben. Dies bestreitet Ahrensen nach wie vor. Er bestritt heute auch, ein enges Verhältnis zu Ministerpräsident Barschel und Pfeiffer gehabt zu haben. Der Prozess ist auf 15 Verhandlungstage angesetzt. Die erste Bundestagsdebatte über den Asylkompromiss steht unmittelbar bevor, aber schon jetzt ist der Streit zwischen CDU, CSU und SPD wieder heftig entbrannt. Bundesinnenminister Seiters warnte vor einem Scheitern, denn die Zahl der Asylbewerber steigt weiter. Über 38.000 Menschen haben im Februar Asyl beantragt, 5% mehr als im Vormonat. Nach wie vor stellen die Rumänen die größte Gruppe. Die Sozialdemokraten versuchten auf ihrer gestrigen Fraktionssitzung eine einheitliche Linie zu finden. Mehr als drei Fünftel der Genossen stehen zum Kompromiss, so hat es Hans-Ulrich Klose den ganzen Tag über verkündet. Ein Tipp, ein Wunsch oder Realität, zumindest, so muss Klose feststellen, ist der von ihm maßgeblich vorgegebene Kurs nur noch mühsam zu halten. Ablehnen, so viel steht bereits fest, wird die SPD in der kommenden Debatte die bislang geplanten Sozialhilfekürzungen für Asylbewerber. Doch nicht das ist das Kardinalproblem. Die Verträge mit Polen und der Tschechei, in die ein großer Teil der Asylbewerber künftig zurückkehren soll, diese Verträge müssen nach Ansicht vieler Genossen vor einer Abstimmung auf den Tisch. Ohne dass die Verträge vorliegen, wird es in der SPD-Fraktion keine Zustimmung geben können. Für die CDU keinesfalls akzeptabel. Wir dürfen die nationale Gesetzgebung jetzt auch nicht abhängig machen von dem Votum anderer Staaten. Noch sieht das auch Klose ähnlich. Kein Jungtim zwischen Verträgen und Abstimmung. Aber wir haben nie einen Zweifel daran gelassen, dass die Frage des Zustandekommens einer Vereinbarung mit Polen für uns ein ganz wichtiger politischer Punkt ist. Und so wird die Kompromisssuche am Donnerstag im Parlament in die nächste Runde gehen. In Bonn geht es heute um die Einführung einer Autobahnvignette. Die Regierungskoalition will neben der endgültigen Entscheidung darüber auch über eine Erhöhung der Mineralölsteuer beraten. Mit den Einnahmen will die Bundesregierung die Bahnreform finanzieren. Die Koalitionsspitzen müssen am Mittwochabend über zwei Modelle entscheiden. Das Mix-Modell sieht ab 1994 eine Autobahnvignette für 180 Mark und eine Mineralölsteuererhöhung von 6 Pfennig pro Liter vor. Für diese Lösung macht sich besonders die CSU stark, weil damit auch alle ausländischen Fahrer zur Kasse gebeten werden. Nach dem anderen Modell soll es keine Vignette geben. Stattdessen soll die Benzinsteuer um 20 Pfennig, die Dieselsteuer um 5 Pfennig pro Liter steigen. Diese Lösung würde viel Fahrer härter treffen, ganz ohne bürokratischen Aufwand. Bei Modell 1 müsste ein Fahrer, dessen Auto 10 Liter auf 100 Kilometer verbraucht und der 15.000 Kilometer im Jahr fährt, 270 Mark mehr bezahlen als bisher. Bei Modell 2 würde das Autofahren sogar jährlich um 300 Mark teurer. Sicher sind bis jetzt nur zwei Dinge. Verkehrsminister Krause hat eine Schlappe erlitten, denn seine reine Vignettenlösung ist vom Tisch. Und die Mineralölsteuer wird steigen. Es fragt sich nur noch, wie stark. Das neue Jahr hat der westdeutschen Industrie bislang leichte Zuwachsraten gebracht. Nach einem Tief im Dezember stieg die Produktion im Januar um knapp 3%. Auch die Bauwirtschaft kommt wieder in Schwung, denn 1992 stieg die Zahl der Baugenehmigungen deutlich an. Verbesserte steuerliche Investitionsbedingungen und ein stabiles Mietrecht. Das sind für Bundesbauministerin Schwetzer die Gründe für den starken Anstieg von Wohnungsbaugenehmigungen. In Westdeutschland wurde im vergangenen Jahr der Bau von fast 460.000 Wohnungen genehmigt. Das sind 14,5% mehr als im Jahr davor. 238.000 Wohnungen sollen in Mehrfamilienhäusern liegen. Darunter sind 126.000 Eigentumswohnungen, von denen erfahrungsgemäß etwa die Hälfte vermietet wird. Jetzt müssen die Genehmigungen noch in konkrete Baumaßnahmen umgesetzt werden. Prinzessin Diana auf Staatsbesuch in Nepal. Das letzte Mal hatte sie das Land zu Beginn ihrer Ehe mit Prinz Charles besucht. Jetzt ist das Rote Kreuz in Kathmandu eine der Stationen ihrer viertägigen Reise. Prinzessin Diana ist auf den Spuren der Vergangenheit. Vor 11 Jahren bestätigte Prinz Charles in Nepal die Gerüchte über seine Hochzeit mit Diana Spencer. Eine Erinnerung an glücklichere Tage. Doch für sentimentale Gefühle bleibt wenig Zeit.
Auch nach ihrer Trennung von Charles geht Diana ihren dienstlichen Pflichten nach. Dem nepalesischen Roten Kreuz übergab sie eine Spende von $260.000 und besuchte Landwirtschafts- und Bewässerungsprojekte. Zum Fußball. Im Europapokal des UEFA Cups standen gestern die Hinspiele im Viertelfinale auf dem Programm. In Rom spielte Borussia Dortmund gegen den AS Rom. Trotz der besseren Torchancen mussten sich die Borussen mit 0:1 geschlagen geben. Für den Einzug in das Halbfinale heißt es im Rückspiel am 18. März jetzt Torstärke beweisen. Und abschließend wie immer der Blick auf die Wetterkarte. Tagsüber bleibt es in Bayern und Baden-Württemberg bewölkt, im übrigen Deutschland lässt sich hingegen die Sonne blicken. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 0 und plus 4 Grad. Verehrte Zuschauer, das war die letzte Ausgabe der ProSieben Spätnachrichten für diese Nacht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.